Der heilige Leonhard ist der Schutzpatron der Gefangenen, der Bergleute, aber auch der große Vieh- und vor allem Pferdepatron. Ihm zu Ehren werden alle Jahre am 6. November im steirisch-bayerischen Raum zahlreiche Leonhard-Ritte abgehalten. Einer der schönsten findet dabei immer in der Pinzgauer Gemeinde Leogang statt. Der Leoganger Leonhardi-Ritt ist eine Traditionsveranstaltung, deren Anfänge weit zurückliegen. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die jährliche Durchführung unterbrochen, dann aber von Bürgermeister Leonhard Stribusa und Heimatpflegerin Käthe Thalmann wieder zu neuem Leben erweckt. Von da an fand er bis 1965 jährlich statt, bevor er aufgrund der zunehmenden Mechanisierung in der Landwirtschaft und dem damit verbundenen Mangel an Pferden eingestellt wurde. Danach hat es bis 2004, also fast 40 Jahre gedauert, bis es in Leogang wieder einen Leonhardi-Ritt gegeben hat. Ins Leben gerufen vom Nostalgieverein anno 1900. In diesem Jahr nahmen mehr als 120 Pferde in der Freizeitanlage Sonnrhein Aufstellung, bevor es angeführt von der Musikkapelle und einer Abordnung der Bergknappen quer durch den Ortskern von Leogang bis zum Friedhofsparkplatz ging. Dort fand dann die feierliche Pferdesegnung durch Pfarrer Johann Reiner statt. Bei allen Programmpunkten mit dabei sind Jahr für Jahr die zwei wichtigsten Figuren an diesem Festtag. Der heilige Leonhard war ja der Patron der Gefangenen, daher hat er als Attribut die Kette mit. Die zweite Person, was mitreitet, ist die heilige Barbara. Leogang war ja lange Zeit Bergbauort. Seit dem 14. Jahrhundert wurden hier in Leogang im Schwarz-Leodal Erze abgebaut, bis 1970. Also eine lange, lange Bergbautradition. Und die heilige Barbara ist ja die Schutzpatronin, Hauptpatronin der Bergleute. Zählt auch zu den 14 Nothelfern. Der Leoganger Leonhardi-Ritt 2011 hat einmal mehr untermauert, dass Werte wie Tradition und Brauchtum wieder mehr und mehr an Stellenwert gewinnen. Gepaart mit der malerischen Kulisse der Leoganger Steinberge und dem perfekten Wetter wird die diesjährige Auflage deswegen so schnell niemand vergessen. Ja, heute hat natürlich alles zusammengepasst, das Wetter, die Akteure. Also es waren, glaube ich, über 120 Reiterinnen und Reiter da in Leogang mit dabei. Perfekt einfach. Und ja, die Organisatoren rund um anno 1900 haben sich das, glaube ich, auch verdient. Also. Ja, ich bin beeindruckt, wie viele Leute von nah und fern jetzt schon vom Leoganger Leonhardi-Ritt kommen. Zu verdanken ist das dem Verein anno 1900, die Tradition wieder aufgenommen haben. Und mittlerweile hat sich das ziemlich herumgesprochen und heute tragt natürlich diese prächtige Kulisse dazu bei, dass wir, glaube ich, an die 1000 Zuschauer oder noch mehr haben. Es waren in der Tat noch mehr, denn Schätzungen zufolge dürften am gesamten Streckenverlauf gut 3000 Besucher aus ganz Salzburg, aber auch aus Tirol und Bayern den Leoganger Leonhardi-Ritt 2011 mitverfolgt haben. Eine Bestätigung, dass die Wiedereinführung dieser Traditionsveranstaltung die absolut richtige Entscheidung war. Ich glaube, das ist für einen aufstrebenden Ort wie Leogang ein super Zeichen, wo man so viele Zuschauer hat auch und Akteure, die zukommen zu unserem Leoganger Festtag, sozusagen zum Kirchtag, und hoffen natürlich, dass nächstes Jahr am 6. November, das ist nächstes Jahr Dienstag, auch wieder so zugeht am Nachmittag beim Lernerstag in Leogang. Ja, ich bin der Meinung, dass man gute Traditionen einfach weiterpflegen sollte und der heilige Leonhard ist der Namenspatron von unserer Kirche, von unserer Gemeinde und zudem auch noch der Schutzpatron für die Pferde, wo bei uns in Leogang jetzt auch ein neuer Reitverein gegründet worden ist, also es passt eigentlich alles rundherum zusammen. Mit dem Verlauf des Leonhardi-Ritts zufrieden war auch der Obmann des Vereins anno 1900. Sehr stolz, muss ich sagen. Ich habe auch einen Stab an Mitgliedern vom Verein, die helfen hier tatkräftig mit. Wir werden auch unterstützt von öffentlichen Institutionen, von der Gemeinde etc. Und so kann man weitermachen. Wir haben auch nach dem Leonhardi-Ritt heuer vom 13. bis 15. Jänner die 5. Nostalgie-Ski-WM, was auch wieder der Nostalgieverein von Leogang veranstaltet.